Anfang tue ich mit diesem Part, mit diesem Bild, weil ich gucken wollte, jo, wie lange braucht eigentlich ein LKW, bis er da ist, beziehungsweise wieder weg, bis der nächste wieder da ist. Und ihr seht jetzt schon, innerhalb der sieben Monate, in den nächsten 7 Monaten wird hier die Produktion erhöht. Die sind alle 13 Sekunden da, der Zug, ein LKW. Die brauchen natürlich auch 1,6 Mille, die sie hier verbrauchen. Ist sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, meine Hoffnung steht immer noch dadurch, dass ich jetzt hier was, wenn ich mal was erstelle. So, jetzt gucken wir mal kurz. Die ersten Bretter wurden mitgenommen. Eigentlich richtig komisch, diese Ladezone ist einfach ein, wenn man in der Stadt so wäre, dann wäre diese Ladezone, glaube ich, richtig, richtig geil, wenn wir das dort einbauen. So. Das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann muss man jetzt gucken, was sagt denn hier? Ach du Scheiße. Öschenbilltriebs, 140 Leute. Da haben wir ein kleines Problem. Auch mit der Bahnhofslänge ist nicht gerade richtig gut. Es ist zwar geil, jetzt nach und nach so einen Haufen Geld zu verdienen, aber man muss einfach alles logischer machen, alles schöner machen, oder man kann alles schöner machen. Das gibt's doch nicht, wir haben hier fucking zwei Züge doch drauf. Die aber nicht komplett ausgelastet sind und trotzdem warten teilweise so viele Leute drauf. Na gut, dann ist es eben so. Irgendwann mal müssen wir auch mal anfangen mit dem Flugzeug. Flugzeuge haben wir ja auch noch überhaupt nicht hier. So, was ich eigentlich möchte. Genau, hier. Wir haben jetzt 29 Bretter. Das ist schon mal sehr gut. 6,6 Gigma pro ein Brett. Alter. So, und da kommt der falsche Zug. Da kommt der richtige Zug. Das ist mein kleiner Holzzug, der jetzt hier ankommt mit einer V100. Eingeladen, schnell mal ein paar 38 Bretter. Das ist okay. Dafür, dass man sieht, wie schnell das voll wird, ist es natürlich schon geil. Alter, 124 auf Linie C. Was geht hier ab? Warum wollen die alle wegreisen? Hier unten gibt es nichts. Es ist einfach, Eschenbüttel ist eigentlich die einzige Stadt, wo es irgendwo was gibt. So. Das ist natürlich schon verrückt. Hier auch. Hier ist sogar schon vergrößert, weil die einfach nicht hinterherkommen. Ob es ein bisschen übertrieben ist mit den LKWs auf der Strecke, ja. Ich hätte es ja eigentlich auf die alte Strecke ausgelegt und da wäre es, glaube ich, nicht so übertrieben gewesen, wenn man überlegt, alle 8 Sekunden jetzt, und wir sind jetzt schon wieder bei 8,7 km, die wir jetzt nur, in Klammern, nur im Minus sind, ist schon geil. So. Die V100 ist schneller als das Krokodil. Das müssen wir ein bisschen geiler einfangen. Am besten, wenn die beiden Züge irgendwie mal nebeneinander sind. Gut, richtig nebeneinander sind es zwar jetzt gerade nicht. Aber das passt schon. Ich sehe gerade, wir haben hier die kleinen Treffstoffwagen. Jetzt werden sie nebeneinander. Wir sehen auch, der Rungenwagen ist viel länger als der Güterzug. Also aus der andere Güterzug. Aber schon okay. Hier sind wir auch sehr viel Treibstoff. Der mit einem LKW, ich wiederhole mich, LKW transportieren werden muss. Was natürlich der hier relativ wenig ist. Müssen dann von denen hier oben mal ein bisschen noch verteilen, die ganzen Sachen. Ich glaube, da kommen wir auch noch wird noch ein bisschen mehr alles transportiert. So, aber ich warte ja eigentlich hier drüben auf den Zug.
Das Stahlwerk hat. Hä? Das Stahlwerk hat die Produktion eingestellt oder was? Das ist mir jetzt ein kleines bisschen fragwürdig. Hier haben sie aber auch produziert. 1960 haben sie produziert und dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Hier haben wir auch über 100 Güter geladen. Und hier bestimmt auch über 100 Güter natürlich entladen. Ist natürlich für mich jetzt die große Frage, was soll das? Was sagt Neu-Ulm dazu? Neu-Ulm sagt, wir besitzen nichts. Nice. Also an Nahrung fehlt das in Neu-Ulm sowieso nicht, das sehen wir ja. Treibstoff auch nicht. Aber es fehlt an Werkzeugen und so. So, nachdem ich gerade ein kleines Problem habe mit der Maus. Geile Sache. Ach so, so kann ich es ausschließen, das ist okay. Hier wurde jetzt was entladen und jetzt werden Maschinen hergestellt, obwohl eigentlich Werkzeug hergestellt werden soll. Ach so, weil hier natürlich alles voll war, haben die natürlich kein Stahl mehr produziert. Okay. Natürlich werden die jetzt hier unten wieder anfangen mit dem Stahl produzieren langsam. Ja. Die sagen wieder, jo, okay, es kann wieder abtransportiert werden. Okay, das ergibt natürlich teilweise Sinn. Meine große Frage ist bloß, warum eben keine Werkzeuge hier abtransportiert werden. Ach, weil ich bestimmt ganz, ganz dämlich war. Das können wir ja gleich mal gucken. Weil ich bestimmt alle Fahrzeuge der Linie 3 oder 5, ja, alle auf Maschinen umgebaut habe. Die sollen alle nur, ach, bin ich bescheuert im Kopf. Wir werden einfach nochmal mit Werkzeug das genau das gleiche machen. Wir brauchen nochmal ein paar Fahrzeuge losschicken. Straßenfahrzeug kaufen. Und zwar Opel Blitz. Falsch. Und zwar die sollen jetzt nur Werkzeug mitnehmen. Oh, wir haben den MAN und wir haben einen Mehrteiler hier. Das ist sehr, sehr gut. Warte mal, wie viel hat denn der? Der hat 16 und die haben 11. Dann ist natürlich klar, was wir jetzt machen. Und zwar die ganze Linie 5 nehmen wir aus dem Verkehr. So, alle Fahrzeuge bei Ankunft verkaufen. Dann holen wir uns MA1. Hier gehen natürlich ein paar MA1 auf die Strecke. 45 Sekunden ist mir zu wenig aus dem folgenden Grund, dass wir ja sehen müssen... Hier sind sehr viele Sachen, die hin und her transportieren müssen. 23 Sekunden könnte man näher rankommen. Und jetzt muss man natürlich aber auch mal den neuen MAN betrachten. Eine komplett neue Marke. Also sehr nice. Wie schnell fährt denn eigentlich? Der fährt glaube ich 80, oder? Der fährt 80, das ist sehr gut. Ich glaube dann die normalen LKWs, die fahren natürlich dann 100. Unrealistisch, aber sie fahren 100. Wir werden jetzt noch die Linie 3 umbauen auf komplett Stahl. Auf den MAN Stahl. Und ich sehe gerade, Linie 4 besitzt sogar noch ein DMG. Was macht denn auf der Linie 4? Was ist denn die Linie 4 eigentlich? Ach du Scheibenleister. Also hier können wir eigentlich auch alle mal verkaufen und uns einfach nur ein paar Fahrzeuge holen von den MANs. Ach du Scheiße, hier sind... Die kosten mich ja auch noch. Also ich könnte noch mehr verdienen. So, hier kaufen wir mal... Machen wir mal... 5 Fahrzeuge, ich glaube das reicht vollkommen zu. Und die alle auf die Linie 4. Fast alle einer Minute kommt hier ein LKW an. Ich glaube, das reicht vollkommen aus.
auf der Strecke. Weil an Essen fehlt es, glaube ich, hier überhaupt nicht. Naja, gut, sie wurde gerade abgeholt, glaube ich, Trebs. Ja. So, und jetzt wird gar nichts mehr transportiert. Frage ist, warum? Neu-Ulm sagt, ja, es wird mir gar nichts mehr abtransportiert. Ja, die Frage ist jetzt, warum? Weil ich wieder mal nichts gesagt habe, ihr sollt das oder das abholen oder was? So, ich habe jetzt mal gerade alles ein bisschen umgebaut. Ich habe mir jetzt Fahrzeuge für Werkzeug und Fahrzeuge für Maschinen geholt. Problem nur an der ganzen Sache, es würden trotzdem nur Maschinen hergestellt, die abtransportiert werden und das kotzt mich gerade extrem an. Irgendwann mal sagt wieder hier die Fabrik, nö, nö, mehr möchte ich nicht, mehr transportiere ich auch nicht. Es kann natürlich auch schon sein, dass der Zug gar nichts mehr bringt. Kann aber auch sein, dass die Produktion eben zum Stillstand kam. Nein, das Lager ist voll. Also eigentlich, ich möchte ja kein, nicht nur Maschinen, ich möchte ja auch Dings herstellen. Also zweimal Bretter und Dings. Ich habe ja eigentlich alles. Danach geht es ja nicht. Der Zug muss ja auch gleich wieder irgendwann mal ankommen. Mit einem Waggon voller Brettern, hoffe ich mal. Hier ist er. Und der ist komplett zu. Also noch nicht ganz komplett. Aber der hat 125 Bretter drauf. Das ist schon viel, sage ich jetzt mal. Weil der wäre jetzt gleich voll. Und hier, wenn man so guckt, hier sind Bretter. Die Produktion ist auf 200 und die Produktion ist auch... Gut, die wurde auch gestoppt. Weil anscheinend nichts mehr gebraucht wurde. Also es ist alles für mich ein kleines bisschen buggy, würde ich sagen. Jetzt haben wir auf immer kaum noch Bretter hier im Lager, obwohl sie für Maschinenherstellung ja nicht gebraucht werden. Für mich ein bisschen fragwürdig, was hier passiert. Oh, ich habe Schluck auf. Frage ist, wird Stahl wieder produziert? Stahl wird, naja, produziert. Gibt es dafür Nachfragen im Eisenwerk und so? Gucken wir mal kurz. Naja, nee, eigentlich nicht. Also wird eigentlich nicht nachgefragt nach Eisen. Können wir Eisen noch irgendwo anders benutzen? Ja, außer hier. Stimmt, das wollten wir auch noch mit ankurbeln. Problem ist bloß, dafür habe ich zu wenig Holz im Moment. Zahlen mal kurz hier das Geld zurück. Und dann sind wir schon wieder bei 40 Millionen nur. Ja, für mich alles ein kleines bisschen buggy, was hier abläuft. Weil eigentlich sollen sie ja Werkzeuge mit herstellen, weil ich ja Fahrzeuge extra für Werkzeuge laufen lasse. Vielleicht ist ja das Problem, dass hier oben irgendwie nur Maschinen gebraucht werden. Das ist das Problem, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen hier mal... Letzte Sache in diesem Part. Werden wir mal was probieren. Wir werden einfach mal die Straße kurz hier wegreißen. Wir werden einfach mal dieses langgezogene Depot hier mal reinbauen. Dafür muss man leider noch ein bisschen mehr wegreißen. Tut mir echt leid, Leute. Auch wenn es euch angenehm hier wohnlich ist. Die Straßen wollen wir nicht. Ah, eine Tram können wir auch reinbauen. Das ist ja richtig geil. Bauen wir einfach mal aus Spaß rein. Und wir brauchen eine Stadtstraße, mittlere Straße, die wir hier durchziehen. Mit dem Tramgleis elektrisch, ja. So. Einfach nur so aus Gag, dass wir jetzt ein Tramgleis hier drin haben. Und jetzt brauchen wir unsere LKWs. Die LKWs, die sollen jetzt
mal so fahren. Die sollen jetzt hier von 1 zu 2. Dann sollen sie hier hin. Und sollen wir zurück. Ich glaube mal, jetzt wird auch die Werkzeugproduktion angekurbelt langsam. Gucken wir mal. Jahresproduktion. Ach du Scheiße, das hört sich hier sehr schlecht an. Maximal Jahresproduktion. Gucken wir mal, wir hätten Bretter da. Der Zug scheint wohl gerade angekommen zu sein, ja. Und es wird alles, es läuft an. Es läuft einfach an. Wie geil ist das? Ab jetzt wird Produktion extrem gebraucht langsam. Das freut mich sehr. Auch die Holzproduktion muss ja dadurch auch steigen. Und sobald das angelaufen ist, also sobald wir eigentlich so gut wie alles hier mal langsam haben, gehen wir davon aus, dass wir in die anderen Städte verteilen langsam mal. Das heißt, wir Werkzeuge werden jetzt gebaut, Waren brauchen wir nur noch und wir brauchen noch Baumaterial, was wir, glaube ich, in der Nähe nicht herstellen können, glaube ich mal. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, was wir eigentlich dafür alles brauchen. Und zwar haben wir, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Hier, Industrie. Produktion wird gebraucht für Baumaterial, was wir anscheinend ein paar Mal nur hier haben. Und zwar Stein und Schlacke. Und Stein haben wir aber auch nicht ganz so oft. Mir ist es lieb, wenn wir also Stein irgendwie in der Nähe vom Wasser haben. Naja, das ist einigermaßen in der Nähe vom Wasser. Und dann brauchen wir eben noch eine Produktion für das Zeug. Das Bach ist ja hier oben. Das könnte man benutzen. Ich glaube, man kriegt das schon ordentlich hin. Das ist, glaube ich, dann die Sache, die man nächstes Mal ankurbeln. Alles dann erstmal Richtung Neu-Ulm. Und Neu-Ulm wird dann unsere eben Hauptstadt, nennen wir es mal so. So, und die ersten Waren wurden verkauft von Werkzeug. Freut mich, dass das jetzt läuft. Werkzeuge läuft an. Das Sägewerk sagt, hier wird so wie ich abtransportiert. Liegt natürlich daran, dass der Zug vielleicht nicht ganz so viel aufnehmen kann, beziehungsweise hier der Zug ist schon voll. Okay. Dann müssten wir uns daran vielleicht auch nochmal setzen. Und das würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann klickt noch einen rum, wenn ich einen Daumen nach unten schreibe in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen will. Oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt der, wenn es so wollt. Ciao, ciao.